Und damit willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer hier in Aquila City. Ja, da war ja der tolle Banküberf... Was macht's denn ihr da alle? Oh. Okay. Jedenfalls, ich habe mir ein paar Kräfte mal geholt von den Tempeln, da habt ihr nichts verpasst. Das ist immer das Gleiche, läufst du da rein, gehst du diesen Knotenpunkten hin und wieder raus, gehst du da ab und zu mal einen Gegner da. Aber ich dachte, wir machen heute mal die... Neben mir so bezüglich den Rangern hier. Und mal schauen, wie das dann hier so läuft. Und eventuell gibt es da noch ein bisschen Level Plus für uns. Und vielleicht eine gute Waffe. Mal schauen. Moin. Und ich brauche noch eine... Und ich brauche noch irgendwie eine Forschungsstation. Shepherds. Hast du zufällig was? Eine Forschungsstation? Nee, ja, zur Werkstatt. Moin. Und tschüss. Naja, gut. Dann laufen wir mal. Rein in den Turm. Und deine Atmung. Wieder alles normal. Okay. Ohne den Schlauch aber schon noch ein bisschen seltsamer. Schaut irgendwie cool aus. Aber es würde mich nicht davon abhalten, wieder da rauszugehen. Du brauchst noch... Erstmal umsehen. Moin. Okay. Du suchst wahrscheinlich Mary. Achso, warte mal, das ist das pharmazeutische Labor, aber nicht die Forschungsstation. Kann dich mit allen nötigen Vorräten versorgen. Ja, ja, ich schau mich erstmal hier um. Alles gut. Ich warte hier nur. So, einmal nach oben hier. Ja. Okay, gefällt mir. Das ist sogar da rein. Okay, das ist doch quasi hier das Wartierabteil hier. Da hätte sogar Essen hier. Ja, doch, gefällt mir. Mach bloß keine Moin. Hörger, klar? Wolltest du zu mir? Ja. Wirklich? Du hast den Marshall wohl ganz schön beeindruckt. Er will dich wahrscheinlich rekrutieren. Also erzähle ich dir mal ein bisschen, wer wir sind. Die Freestar Ranger sorgen für die Sicherheit des Freestar Collective und seiner Bürger. Wir jagen beispielsweise Flüchtige, zerschlagen Schmugglerringe, untersuchen Schiffsdiebstähle, bringen Möchtegern Bankräuber hinter Gitter. Wir tun alles, was nötig ist, um die Leute zu beschützen. Ja, klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die Messerblätten haben doch ihre eigene Security. Ja. Ist es oft auch. Wir werden gerufen, wenn etwas für die örtliche Security eine Nummer zu groß ist. Wir jagen also die gefährlichste Beute. Du hast sicher viele Fragen. Ich beantworte sie gerne. Naja, also eigentlich... Ja... Ja, doch, wird's bezahlt, doch, ja, doch. Gleich vorweg. Falls du reich werden willst, ist das hier der falsche Job für dich. Okay, dann gehen wir wieder. Aber ja, wir werden gelegentlich bezahlt, um die Spesen zu decken und so. Ja gut, das war jetzt nicht ernst gemeint. Was darf ich denn alles? Naja, theoretisch kann ein Freestar Ranger im Freestar Collective überall hingehen, auch auf Privatgrund. Aber natürlich läuft das nicht immer so. Wenn wir Flüchtige jagen, sind wir auch weisungsbefugt gegenüber der örtlichen Security. Na gut, also, weiter geht's. Okay. Ein wenig zu mir. Ich stelle sicher, dass jeder, der Freestar Ranger werden will, der Aufgabe auch gewachsen ist. Der Marshall hätte dich aber nicht hergeschickt, wenn er kein Potenzial in dir gesehen hätte. Also, wie sieht's aus? Bist du bereit, den Freestar Rangern beizutreten? Naja, das mach mal. das wäre geil. Ja. Bevor ich dir eine Marke gebe, muss ich mich von deinem Können überzeugen. Du hast zwar schon bei der Geiselnahme geholfen, aber vielleicht war das einfach Glück. Weißt du was? Such dir einfach am Missionsterminal irgendeinen Auftrag aus. Wenn du lebend zurückkommst, reden wir über deine Aufnahme.
Aber ich hatte doch das mit der Bank gemacht. Ja, eigentlich. Der Job ist gefährlich. Ich schicke niemanden ins Feld, wenn ich nicht sicher bin, dass er bereit dafür ist. Naja, gut. Dann solltest du mal aufbrechen. Gut, Missionsterminal. Ah, ist da hinten. Erstmal hier noch umsehen. Das sollte das Freestar-Motto sein. Geil, ist die Küche hier? Diese Ranger sind ein knallharter Haufen. Und scheiß aus. Alles klar. Geht's da hinten eigentlich noch weiter? Jo. Also meine Kühlung hier überprüfen. Stimmt gesund, wenn es das ganze Essen da mit dem Einstaub da. Du musst mal Phil bei uns Bier probieren. Was haben wir hier oben? Okay, weiterer Barbereich. Der Bürgermeister ist für immer zu. Okay. Er hat oft eine rosa Brille auf. Ich rate, das sind so Schlafquartiere hier. Warte mal, mein Lager. Malochen ist immer noch besser, als unter der Knute zu stehen. Auch Lager von irgendwas? Oh, da geht's nach oben, alles klar. Jeder kann behaupten, im Turm zu arbeiten. Naja. Das könnten jetzt Wohnquartiere sein. Da geht's nochmal nach oben. Ja, okay, das heißt ja auch Turm, ne? Okay, nochmal WC. Da geht's auch wieder raus. Jo, die brauchen mal einen Handwerker hier. Wenn du die Ranger suchst, geh auf die oberen Ebenen oder in die Kantine. Ja, ja, ich will erstmal gucken. Also hier jetzt den ersten Schlafraum. Zweiter. Konferenzraum? Okay. Wo ging es? Da ging es nach oben. Okay, was haben wir hier? Ah, Big Boss. Einzeloffice. Mit? Du bist echt. Was ist das hier? Das muss man dir lassen. Danke. Okay, dann schauen wir mal. Suchen wir uns irgendwas Spannendes. Aber jetzt kleines Türmchen hier. Gefällt mir. Ich glaube, das würde ich auch als Basis nehmen hier. Willkommen im Turm. Södele, was haben wir denn? Ah, rette die Geisel, töte Verbrechergang-Anführer auf dem Planeten. Großer Zerstörer, Kimselfeed, Captain eben. Schon wieder eine verdammte Bande Gesetzloser auf dem Vormarsch. Wir müssen sie erledigen, bevor sie noch mehr Probleme verursachen. Der Rest der Bande sollte sich ergeben, wenn du den Verbrechergang-Anführer tötest. Das Ziel wurde zuletzt hier gesehen. Murphy VIA, Murphy V. Wir haben massive Probleme mit Space und die Raumschiffe kapern und die Crews als Geisel nehmen. Es gibt eine akute Geiselnahme mit einem Freestar Mule im Murphy-System. Angeblich dort hin, erledige die Spacer und rette den Captain. Ah, das ist eine Weltraumschlacht, auf das habe ich keine Lust. Nehmen wir mal das da. Und ich würde sagen, das nehmen wir auch mal. Gut. Passt. Also, Missionen. Nee, halt. Missionen L. Fraktion, zurück an die Arbeit. Nee. Wo ist das jetzt drin? Mission. Ach da. Ich würde sagen, wir machen das hier mal als erstes. Gehen wir hier mal raus. Ist hier? Nee. Das ist hier. Einmal einen Sprung, bitte. Okay, ich dachte schon, es wäre wieder ein Kampf. Ich will gerade das. Ach, schon wieder ein Pharma-Labor. Wird das wieder gleich ausschauen wie die anderen? Die Umgebung schaut jetzt hier ein bisschen copy-paste-mäßig aus. Ach ja, unser Roboter. Ihr Gesundheitszustand wird sich rapide verschlechtern.
wenn sie keinen Raumanzug tragen. Hab ich keinen? Frag doch rein. Ja, das kennt man schon irgendwie. Kann ich das eigentlich aufmachen? Nö. Warte mal. Hab ich? Nee. Ich wollte dich. Ich glaube, wir sind nicht mehr allein. Was du nicht sagst. So wenig Geld hier in der Aufräumaktion. Da sind ja noch Low Level. Ja. Was zum? Fuck. Warte mal, kann ich? Yes. Schmeißt er hier einfach seine Granaten hier? Nice. Die Wahrscheinlichkeit einer Niederlage des Ziels ist extrem hoch. Sehr gut. So, Kollege. Was hätten wir? Okay. Aber er ist jetzt auch schon mein Ziel. Gibt's hier Goodies? Nee. So. Was macht denn hier das Geräusch? Ich glaube, das ist drinnen. Da ist wieder irgendwas am Rumbacken. Hab ich. Ah ja, ich hab's doch gewusst, dass ich den erwischt habe. Nehmen wir mit. ja. So, für innen nehmen wir mal die Waffe hier. Ah, mein Hals ist furchtbar. Okay. Was? Was machst du da? Oh, ich habe keine Granate. Das ist sehr geil. Warum ist der so ein High-Level? Ja, lauf mal nach hinten. Alter, mach doch was. Ah, unser Roboter ist einfach geil drauf. Oh, fuck. Ja, Granaten sind hier drin ein bisschen fies. Alter, aber gehst du mal drauf? Die Verhüllung holt dich. Ah, geht doch. Oh, geil. Verdacktgranate. Geil. Ja, war ja easy. Dann können wir gleich noch die zweite Mission machen. Du bist überhaupt keine Hilfe, ey. Goodies-Boxen. Ich könnte eigentlich hier mal in die Schränke reingucken. Ist immer was wert.
Müsste aber die Sachen aus dem Schiff verkaufen. So, hier irgendwie Goodies. Safe. Habe ich die Daten nicht. Moment, was ist eigentlich das für eine... Ja, Waffe ist beschissen. Gut, wir gehen hier raus. Hier habe ich jetzt auch nichts mehr Interessantes. Und schauen wir wenigstens noch ins Nachbargebäude, weil ich meine, da waren Kisten drin. Ist ein bisschen... Oh geil, Granate habe ich gern. Ist ein bisschen schade, dass die Gebäude sich wiederholen. So. Nö. Lass mich mit. Kiste. Nix Kiste. Oh, Alter. Nö. Nix Spannendes mit dabei. Nö, hier auch nicht. Was haben wir hier? Nee. Nee, auch nicht. Ja, gut. Haben wir die Sagen, haben wir es mal hier. Da habe ich schon reingeschaut. Alles klar. Wieso war ich eigentlich hier zweimal? Achso, na, das passt schon. Das wäre nur mein Schiff. So. Einmal ganz kurz ins Inventar. Neue Items. Ja, das nehme ich mal. Sehr gut. Perfekto. Ab zur nächsten Mission, würde ich sagen. Und das Kopfgeld, das haben wir. Machen wir das noch. Dann haben wir gleich zwei gemacht. Dann soll sie happy sein. Wo ist denn Fall Nummer 2? Fall Nummer 2 hier? Nee. Hier oben. Södele, einmal dahin. Sprung. Wenn es geht, ohne Kampf. Sehr gut. Ach, diesmal in der Mine. Naja, wenigstens ein bisschen Abwechslung. Ja, ist auch wieder das gleiche Layout. Schade. So, einmal raus hier. Mal werde ich vielleicht doch nochmal die Crew wechseln, wenn du nicht helfen tust. Das mache ich auch da hinten. Oh, machen wir da Fernkampf. Wo ist die... Ja, wo habe ich die Waffe hin? Ja. Was machen die hier? Kein Stress machen bitte, ne? Finde ich jetzt ein bisschen uncool. So, er ist irgendwo da hinten. Im Turm sehe ich auch keinen. Was sind denn die Leute? Ach, da hinten. Ich glaube, die haben mich schon. Auf wen schießt der? Auf ihn? Ja. Nice. Sehr geil. So, da hinten haben wir noch einen.
Nee, mit dem Level tatsächlich nicht. Hätte man vielleicht früher machen sollen. Ah, fuck. Oh, 30. Kann sich das anpassen? Na komm. Das gibt's doch nicht. Jetzt. Perfekto. Du bist echt nutzlos, Vasco. Jetzt nicht nur im Weg rumstehen, sondern auch nicht schießen. Scheiße Kombination. So, da, was haben wir hier für Gutes? Oh, geil, Splittergranate. Heil. Nö. Oder nicht mehr. Da hinten, glaube ich. Wow. Fuck. Haben sie hier noch Minen? Alter. Nehmen sie mich mit, das nehmen sie mich nicht mit. Da haben wir ja unseren Kollegen. 7 Schaden nur. Zum industrielle Werkbank brauche ich auch nicht. Ich brauche eine Forschungsstation. Mal sehen. Was piepst hier so? Mine? Nee. Da, hätte man aus. Einmal rein da. Und aufräumen. Ja, das. Das Layout kommt mir jetzt auch bekannt vor. Nice. Milch? Nö, brauche ich nicht. Waffenkoffer öffnen. Was? Ja, das nehme ich mit. Brauche ich nicht. So, da. Und tschüss. Nice. Ein hat's noch. Ach, da hin. Okay, hätten wir aufgeräumt. Alte mit Müsli. Komm mal weg. Nö. Wer ist da unten? Vasco, lauf doch mal nach vorne. Fuck. Hä, wo ist er hin? So, warte mal, da ist er. Lol. Ey, ich hab den jetzt voll nicht registriert da hinten. So, Credits. Nee, aber Munition nehme ich gern mit. Medipack. Ja. Oxin. Nee, brauche ich nicht. Ich meinte, hier waren auch keine Koffer soweit. Jo. Munition wird hier nicht verschwendet. Aber hier hinten, glaube ich. Oh ja. Waffenkoffer. Nö. Kammerpack, nee. Brauche ich auch nicht. Keine interessanten Goodies, schade.
Na, wo ist jetzt der Oberbus? Was? So, Adele. Ach, Lift-Action. Ich würde sagen... Warte mal, sind da drüben wieder welche? Ja, natürlich. Wir gehen mal den Weg da außen rum. Einer weniger. Es sind jetzt einfach nur 15 EP, ne? Okay, andere Waffe. Ich müsste eigentlich mehr mit der Energiewaffe arbeiten, damit ich da mal ein bisschen ein paar Boni kriege. Also mit der hier. Aber da müsste ich näher ran. Medipack. Komm, schau doch mal nach oben. Einmal nur. Okay, mal erledigt. Die da drüben? Ne, die sind unten, ne? Oh. Ja, das ist jetzt natürlich easy. Kann man schön wegsnipen hier. Nice. Ah. So, machen wir mal kurz O. Ja, ja. Auf was? Nein. Oh. Ich muss nur den töten, dann geben die anderen angeblich auf. Na komm. Wenigstens gibt er dann gut EP. Na komm. Nicht mehr viel. Nee, die gehen wir überhaupt nicht auf. Gut. Dann kümmern wir uns um euch noch. So, noch einmal heilen, was so schön ist. Und den Kollegen hier noch. Einmal noch. Na komm. Fuck. Okay, cool. Dann holen wir uns mal die Goodies und dann hätten wir das erledigt. Alter. Oh, geil. Credits. Sehr nice. So, wo ging sie immer runter? Kommt das hier durch? Nö, aber... Moment mal. Nicht jetzt. Alter, Vasco! Hau ab! Bin ich wieder hier? Okay, ich hätte da nicht runter sollen.
Let's Klärchen. Wir gehen halt wieder hier rein. Gehen wieder nach oben. Ja, vielleicht kann ich jetzt den Lift benutzen. Wo die Leute da unten ja jetzt tot sind. Ja, ja, alles gut. Nein! Geht der Booster? Ja. Dann kann ich auch eigentlich... So, eigentlich... Den hier machen. Sehr geil. Nö. Aber Medibag kommt mit. Digi, die dreh ich auf jeden Fall. Sehr geil. So, wo ist der Oberdude? Wo ist der Oberdude? Ich will sein Loot haben. Credits. Das war der Abschaum. Rowdy. Oder war er das? Das war der Captain. Okay. Und sonst... Oh, ja. Nehmen wir mit. Geil, geil, geil. Lohnt sich ja doch. Ist nur irgendwas? Ah ja, da hinten die Kisten und dann würde ich sagen... Machen wir hier einen Abflug. Nicht wirklich spannend. Auf dem Koffer haben wir eh was drin. Naja, Munition. Ist eigentlich schade, dass ich für ein AAA-Spiel so viele Locations hier einfach mal wiederverwendet werden. Das ist ja nicht mal ein bisschen anders. Na gut, Karte, weg hier. Auf Express bitte. Und zwar nach da. Dankeschön. Gehen wir vielleicht gerade direkt in den Turm rein. Geht das? So, Aquino City. Nö. Gut, weg hier. Hä? Das ist wieder komplett weg. Jo! Das Spiel ist überhaupt nicht buggy. Also ich meine, es ist schon spielbar, aber... Man merkt halt schon, es ist halt Bethesda. Moin! Ey, ich hab jetzt 2100. Okay. Tüdeli. Moin sehen, bin fertig. Ah, bist zurück? Wie war's? Langweilig, aber ansonsten war's gut. nein. Ja. Gut. Du hast den Auftrag erledigt. Also reden wir mit dem Marshall. Komm mit. Also einmal ganz nach oben. Unser Hauptquartier ist in den oberen Etagen des Turms. Wir haben aber auch Stationen im gesamten Raum des Freestar Collective. So können wir Bedrohungen schneller identifizieren und auf sie reagieren. Es gibt insgesamt weniger als ein Dutzend Ranger und wir haben begrenzte Ressourcen. Zum Glück respektieren die meisten Leute uns und sind kooperationsbereit. In diesem Job sind deine Augen, deine Ohren und dein Verstand ebenso wichtig wie deine Marke und deine Waffe. Ja, also so eine anständige Waffe wäre schon irgendwie geil, ne? Kann ich das mitnehmen? Ja, könnte ich. Moin. Marshall. Emma, du bist vermutlich hier, weil du überzeugt bist, dass unser Neuling dem Job gewachsen ist. Wirkt recht fähig. Und wir könnten die Hilfe brauchen. Also gut. Tritt vor, Neuling. Auf ein Wort.
Okay. Ich habe nur eine Frage. Schwörst du, die Menschen im Freestar Collective zu beschützen, auch wenn du dabei dein Leben riskierst? Ja, wenn es Geld gibt. Das ist so doof. Absolut. Gut. Hier, für dich. Du bist jetzt Deputy bei den Freestar Rangern. Ranger Wilcox ist für deine weitere Ausbildung im Feld zuständig. Hör auf sie und befolge ihre Befehle. Willkommen an Bord, Deputy. Wir haben leider zu viel zu tun, um eine Willkommensparty zu schmeißen. Eine Farmerin auf Montara Luna hat uns kontaktiert. Offenbar will ihr jemand ihre Farm wegnehmen. Sie hat Angst, dass sie in Gefahr sein könnte. Klingt simpel. Naja, das ist am Anfang meistens so. Es bleibt aber nicht immer dabei. Am besten gehst du erst einmal von gar nichts aus, sondern bist völlig unvoreingenommen. Pack alles ein, was du brauchst, dann brechen wir auf. Ja. Von Ranger Wilcox. Können wir eigentlich schon mal direkt los? Schauen wir mal, was wir da jetzt für Goodies bekommen haben. Inventar. Neue Items. Ja, was ist das ganze Zeug? Uniform. Ranger Deputy. Moment mal, das machen wir vielleicht anders. Ich habe keine Sachen an. Kopfbedeckung Deputy, Uniform, Ranger Deputy. Eigentlich gefällt mir das ein bisschen besser als das Ranger Outfit. Das wäre mal das. Wo ist... Was ist unser sonstiges? Artefakt Psi. Ich habe das immer noch bei mir. Vielleicht mal wegnehmen. Digi Dietrich, Freestar Deputy Marke. Ja, okay. Gut, kann damit nichts machen. Bezüglich Waffen. Diese eine Waffe da. 35 Schaden. 100. Warte mal, das ist diese eine da mit dem... Ja, das ist die. Okay, gut. Moment, habe ich jetzt eigentlich Geld für beide Missionen gekriegt? Fraktion, Pflicht, die Pflicht ruft. Ja, sonstiges, Mission. Vermute mal schon. Also, wohin? Cheyenne. Wo ist die Form? Ach, die ist hier. Ne, das ist auf dem Kleinmond hier. Südele. Kurzversicherung noch. Ja, bitte. Können wir nicht direkt landen? Du befindest dich im Freestar Collective Raum. Ja, ja, das ist mir schon klar. So. Keine Landefreigabe? Hä, warum nicht? Hä? Komm mal kurz raus. Ach so. Wegen dem. Scan abgeschlossen. Landefreigabe erteilt. Wie Vasco da einfach mal außerhalb vom Schiff ist. Und denken wir mit dem Schiff nicht so klar. Södre. Also. Landen. Danke. Fertig. Oh, das ist mal was Neues. So, raus hier. Ich erfasse Leben in dieser Region und rate dringend zur Vorsicht. Das ist unglaublich schlau, mein Kollege. Was ist das Rote da? Beim Landen schon gesehen. Okay. Was auch immer das ist. Zödele. Das haben wir doch auch schon gesehen.
Copy-Paste hier. War geile Lichtstimmung. Hier drüben. Naja, ich komme ja schon. Alles gut. Mein Sinn. Die Freestar Ranger. Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich freue, euch zu sehen. Ich bin Ranger Emma Wilcox. Das ist mein Deputy. Wir helfen dir. Also, was ist passiert? Ich war gerade beim Pflanzen auf dem Feld, als ich ein paar Männer habe kommen sehen. Sie sahen aus wie Soldaten, mit Uniformen und Waffen. Sie wollten die Farm kaufen, haben nicht mal gefragt, ob sie zu verkaufen ist. Ihr Angebot war mies, also habe ich ihnen gesagt, wo sie es sich hinstecken können. Sie haben gesagt, sie geben mir Bedenkzeit. Und dass ich es bereue, wenn ich es mir nicht anders überlege. Dann sind sie gegangen. Wieso sollten sie einfach mal eine Farm kaufen wollen? Ja. Mir fällt nichts ein, nein. Ehrlich gesagt, machen wir gerade harte Zeiten durch. Die letzte Ernte war die schlechteste seit langem. Und das Land hier ist auch nicht gerade knapp. Es gibt genug für alle. Wie viel? Sie waren zu viert. Aber als sie gegangen sind, habe ich sie reden hören. Da klang es, als wären noch mehr in der Nähe. Okay. Ja, gut. Hinter dem Haus liegen Canyons. Da sind sie hingegangen. In den Canyons ist es gefährlich. Steile Hänge, enge Pfade, Steinschläge und alle möglichen feindseligen Kreaturen. Yay, das auch noch. Wenn ihr die Männer verfolgt, seid vorsichtig. Ah, noch was. Sie haben gesagt, sie wären die Ersten. Die Ersten wovon, weiß ich nicht, aber es kommen wohl noch mehr. Danke, Ma'am. Das sollte reichen, damit wir diese Männer finden können. Okay, Deputy, halt die Waffe bereit und die Augen offen. Die Typen wissen nicht, dass wir hinter ihnen her sind. Also versuchen sie wohl auch nicht, ihre Spuren zu verwischen. Also, immer... Also, gehen wir uns die Canyons ansehen. Ist bei dir alles in Ordnung? Also, Emma. Halte die Augen offen. Bis dann. Kommst du? Ja, wie ich wieder alles selber machen darf. Wow. Warten, Hilfe. So, machen wir Licht hier an. Sie kommt doch mit. Heute ist wieder so befestigt. Hier draußen. Das ist schön. Mal was anderes als Aquila City. Ja, ist eigentlich ganz angenehm. Oh, da hinten ist auch noch was. Vermutlich der andere Landepunkt, den wir da gesehen haben. Hä? Was? Ich bin auf einer Farm aufgewachsen. Als Kind war ich ständig auf Erkundung, habe Karten gezeichnet. Mit den Canyons hätte ich mich monatelang beschäftigen können. Ich hätte mir jeden Winkel angesehen. Hey! Was ist los? Oh. Alter, Granate? Okay, ziemlich schräge Viecher hier unten. Jetzt weiß ich, warum das Ding Sonnenblume heißt. Gut? Okay. Oh, da hinten ist noch so ein Teil. Du machst das schon, oder? Alter, wie eklig. Aber geiler Move. Okay, weiter runter. Hätten eigentlich auch auf Tag warten können. Wieso ist der Marker da oben? Irgendwas ist hier falsch. War das jetzt noch nicht geschnallt, dass wir da hier reingehen wollen?
Oh, Hephaestha. So, gehen wir nochmal hier hin. Moment. Achso, ich hätte es untersuchen müssen. Wow. Mehrere Paar, wie es aussieht. Und nicht sehr alt. Gehen wir runter in den Canyon. Vielleicht finden wir noch mehr. Ja, jetzt hier unten. Na? Kriegt es hin, ohne zu sterben? Yes. Was zum... Wo? Ah. Alter. Hey, er macht da doch mal was. Sonst noch was? Nee. Okay. Führ nach rechts. Ja. Wir sind wohl auf der richtigen Fährte. Ja, danke. Ich hab's am Margot, der mir hilft. Komm runter. Oh, ich sehe gerade die Zeit. Aber erstmal die. Kann ich das? Nö. Das ist aber ein Haufen Müll. Liebe Leute, ich würde sagen, wir machen mal in der nächsten Episode weiter. Und dann werden wir uns mal die Jungs hier schnappen und mal gucken, bis dann weitergeht. Aber erstmal eine angenehme Abwechslung. Mal nicht gegen die Ohrbosse da zu kämpfen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.